Oder auch der Vers, ein erschreckender Vers eigentlich, die Surat al-Asr. Die Surat al-Asr ist auch eigentlich eine furchteinflößende Sura. Warum? Weil Allah Ta'ala hierin festmacht und festhält, dass die Menschen im Grunde im Verlust sind oder sich auf dem Weg zum großen Verlust sind. Er sagt, wal-Asr, innal insan lafi khusr. Und das Interessante ist, das ist wirklich ein interessanter Punkt, dass Allah Ta'ala den Verlust des Menschen erwähnt und vorher über die Zeit schwört. Er erwähnt den Verlust des Menschen, aber bevor er das erwähnt, schwört er bei der Zeit. Wal-Asr, al-Asr ist die Zeit, bei der Zeit. Ist offensichtlich der Kontext, oder nicht? Der Verlust des Menschen. Wo ist der Kontext zwischen der Zeit und dem Verlieren des Menschen? Innal insana lafi khusr. Der Mensch ist am Verlieren. Oder er ist im Verlust. Er ist am Verlieren. Wo findet denn das Verlieren statt? In deiner Zeit. Aus deiner Zeit gewinnst du. Aus deiner Zeit schöpfst du deinen Gewinn. Oder dein Verlust. Innal insana lafi khusr. Der Mensch ist im Verlust, am Verlieren, außer. Jetzt kommen Leute, werden Leute ausgenommen. Diese sind nicht am Verlieren, sondern am Gewinnen. Und wer sind diese Leute? Da werden vier Eigenschaften erwähnt. Illa alladhina amanu. Außer jenen, die den Iman verwirklicht haben. Außer jenen, die den Iman verwirklicht haben. Wa amilu salihat. Die das Fromme tun, fromm handeln und die sich gegenseitig zum Guten aufrufen, die sich gegenseitig das Rechte gebieten und die sich gegenseitig zur Geduld anheuern. Das sind die vier Handlungen. Sind die da, ist man nicht mehr im Verlust.